and this is dubstep. Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Snipe Elite 3. Wir haben eben das Spiel neu gestartet oder den Spielstand neu geladen und wir sind direkt daraus gekommen, wo ich auch gestorben bin. Von daher haben wir keine Verluste erlitten und können direkt weiter snipern. So, da ist ein Feind. Und diesmal bitte ohne Dynamit. Ich werde es auf jeden Fall nochmal mit Dynamit machen, weil anders geht's leider nicht. Kannst du denn nicht kaputt schießen, weil hier, Lex, bitte? Da wo ich gerade stand, da haben sich alle gepult, wo du es dann mit hochgejagt hast. Kannst du denn nicht irgendwie nur verschießen oder sowas? Nein, ich habe keine Reichweite, wobei, wir wollen was ausprobieren. So, der Timer steht. Jupp. Supi. Meter sind das hier vorne. Okay, das müssen wir einfach mal ausprobieren. Na, war zu weit drüber wahrscheinlich. So, mal gucken. Besser? Sehr schön. Hier hat sich nämlich kein Mensch bewegt bei mir. Okay, sehr gut. So. Okay, der Offizier. Wie viele Meter sind denn das? Guck mal kurz auf der Map, wo ich bin. Alles klar, ja, ich sehe es. Gut, vor dir ist nämlich einer, der ist gepult. Also der sucht wahrscheinlich gerade einen LKW. Da wo ich bin, ums Eck rum steht der Offizier und zwei Leute. Okay. Kannst du mal probieren, in die Richtung, wo du gerade guckst, so von der Seite reinzukommen oder so? Du meinst, dass ich einfach den Weg geradeaus durch den Fuhrpark gehe? Genau, meinst du, das klappt oder was hast du da gesehen? Da stehen mindestens noch mal 10 Gegner oder so. Oh, okay. Das ist natürlich nicht gut. Ich werde dann mal zu dir kommen, weil ich habe dann hier leider Gottes nichts mehr zu tun. Oder ich könnte eventuell den Typen ausschalten, wenn er mal wieder kommt. Ah, nee. Weiß ja nicht, was ich mit dem Offizier machen soll, weil da stehen zwei Soldaten daneben. Und einer patrouilliert. Kriegst den halt nicht. Krieg die halt nicht mit der Valroad so schnell ausgeschalten, weil ich so lange repetieren muss. So, ich habe gerade nochmal zwei geräuschlos erledigt, die da rumstanden. Ja, aber irgendjemand hat gerade Leiche gefunden. Oder waren das die? Das waren die. Okay. Die habe ich noch ganz geschwind erledigt. So. Gut, ich versuche jetzt. Ich gehe jetzt mal auf die Leiter, auf diese Anhöhe hier hoch und guck mal. Vielleicht kann ich jemanden spotten. Siehst du die Dreh, die ich gerade markiert habe? Wenn ich auf beim Offizier. Wenn ich auf die Map klicke, dann sehe ich die ja. Oh, die sind gerade das Problem, das ich habe. Und dahinter patrouilliert noch einer, den konnte ich noch nicht markieren. Okay. Also da bei mir, da ist auf jeden Fall nochmal eine Festung. Ich komme mal zu dir. Vielleicht wäre das eventuell sogar angebracht. Dass ich zu dir komme. Dann können wir den zu zweit erledigen. Sind ja, wir könnten die einfach mit einer Granate in die Luft, irgendwie wär's. Oh, wir sind entdeckt worden.
Anscheinend. Naja, sogar das Problem auch lösen. Dann dort wechseln. Oh, da drin in dem Haus, in dem Haus, in dem Haus. Alter. Da braucht die Barrett ja tatsächlich mal 5 Schüsse. Oh, wir sehen das Ganze jetzt positiv. Die bewegen sich alle. Heißt, wir haben jetzt eine andere Position. Das war es quasi ein taktischer Punkt. Ich habe hier eine Landmine hingelegt. Also theoretisch könnte ich die theoretisch meine Richtung lockern, wenn ich einen Schuss abgebe. Und hoffentlich explodiert die dann schön. Okay, ich bin ja gerade noch in Deckung. Ich hoffe, die wissen nicht, wo ich bin. Ich habe einen ausgeschalten. Die wissen, glaube ich, wo ich bin jetzt. Ja. Okay, ich habe meine Posi weg. Okay. Ja, okay, da kommt zu dir. Nice. Gut. So, nicht schön, aber hat funktioniert. Ja. Ja, und hätten wir es ja auch gleich mit der MG ausschalten können. Ja, eigentlich schon. Oh, was ist das? Kann ich theoretisch, warum ich in meine. Da ist meine Mine. Kann ich die wieder aufnehmen? Ja. Sehr nice. Okay, was ist die Aufmission jetzt? Haben wir hier irgendwie. Wir müssen doch den letzten Offizier ausschalten. Der letzte Offizier? Alles klar, dann machen wir das doch, oder? Jo, klar. So, wo ist denn der. Oh, der ist ganz da hinten in dem. Oh, je, je, das ist bestimmt ein Gefängnis da hinten, sozusagen, fast. Ich weiß nicht, was hier vorne noch so rumgammelt. Wir haben 200 Meter bis zum Ziel. Gutes Stück. Ja. Lass uns einfach mal die also der Turm da hinten sieht safe aus. Lass uns einfach mal hier weiter eiern auf diesem Weg hier. Und lass uns da mal schauen. Da sind die zerstörten LKWs. Boah, ich kümmere mir das gar nicht um. Stell dir mal vor, du musst mit dieser schwulen Luft um den Einsatz schieben, mit den ganzen Stechmücken, alles Kleber, das ist widerlich. Da oben ist, davon ist ein MG. Ich glaube, die Stechmücken und die Luft sind das widrigste Problem, das wenigste Problem bei der Sache. Da ist ein MG. Wo? Bei mir direkt. Wenn du markiert hast, ja. Yeah. Da ist nochmal ein MG. Da sind 2 MGs. Den könnte ich. Sind aber nicht aufmerksam. Ja, da hinten ist eine Kiste, die könnte ich auch ausschalten, aber. Gut, ich würde da ehrlich gesagt ungern reingehen. Auf jeden Fall Stealth holen. Sieht so aus, als würden die Deutschen Sprengstoff darin transportieren. Meinst du, der wird von jemand gesehen? Ich könnte ihn gerade ausschalten. Welchen? Den vorderen?
Mach. Okay. Safe. Ihr könnt hier noch jemanden ausschalten. Hast du von der WNG gesehen, wenn du das machst? Nee. Sind hier noch irgendwo? Ich werde mal ganz offen übers Feld schleichen, das MG sieht mich nämlich jetzt gerade im Moment nicht. Oh. Kannst du das MG oben rum umlaufen? Ja, ich versuch's gerade. Oben um den Fels, wo der genau vor dir ist. Geht das? Ich hab gerade nochmal einen ausschalten müssen. Warte kurz. Ja, ich glaube, warte mal, lass mich kurz auf die Map spickeln. Der Felsen. Nee, ich glaube leider nicht, aber eventuell. Aber er sieht mich, glaube ich, nicht, wenn ich jetzt um den Felsen rumlaufe. Nee, er sieht mich nicht. Das ist sehr gut. Ich habe den MG-Schützen gleich. Auch einigermaßen. Sag, wenn du okay, nice. Okay, da ist einer. Markiert. Alles klar, ich geh mal oben rum. Jo, nur noch 5 Schuss in der Railroad. Ach, 10 Schuss, Gott sei Dank. Feuerstein, Stahl und wow, das war knapp. Sprengstoff und Zünder. Ist da einer? Ja. Erledigt. Da wäre gerade nochmal einer, den werde ich auch noch gleich erledigen. Den werde ich einfach mit der Railroad hinten drin. Oh, der ist nicht runtergefallen, das ist gut. Wir haben hier wieder einen Generator. Oh, bitte seh die Leiche nicht. Dann verpiss dich in die andere Richtung. Den Typen könnte ich eventuell nicht ausschalten, eigentlich. Was meinst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Upp. Oh nein. Schalten aus, schalten aus. Die haben uns erwischt. Echt Profis in dem Spiel. Oh shit, da sind ja so viele. Hast du oben gerade Laum? Noch nicht gerade, warum? Wo ist einer? Ne, einfach so. Da oben ja, Laum ist allgemein. Ja, ich hab Lärm, ja. Okay. Alles klar. Gerade mal hinter der Häuserei. Auf dem Turm läuft gerade einer hoch. Naja, der quadriert da schon immer rum. Den könnte ich oben auf dem Turm, glaub, ziehen. Gut. Muss mal gucken, wie viele Meter sind denn das? 83 Meter, das wäre dann wahrscheinlich der zweite Strich direkt. Aber der geht gerade, der läuft, bewegt sich gerade. Erledigt.
Was ist? Links am Motor hat einer, ich muss ihn kurz erledigen. Ah, der nee, unter dir? Warte, genau. Warte, der ist. Ja, nee, der sieht dich nicht, der sieht dich nicht. Der kriegt mit dem Krieg hier mit dem Barrel-Rod. Der hat dich gehört, der hat dich gehört. Geh weg, geh in Deckung, geh in Deckung. Erledigt. Okay, sehr schön. Da kommt gleich noch mal einer, der wird dann gleich die Leiche sehen, das ist negativ. Nee, der sieht die Leiche gleich nicht mehr. Nice. Nur noch 3 Schuss. 5 Schuss bei mir. Sehen, wenn ich hier drüber laufe. Komm schon. So, ich hab den. Der Offizier ist da auch drinnen. Oh, wir haben da oben ja 2 Soldaten. Okay. Wie viele sind das? Ich vermute mal so 80 rum. 5, vielleicht 60. 75 von mir aus. Also ich habe hier, ich bin gerade hinter der Wand. Guck mal auf die Map. Ja, über dir sind 2 Soldaten. Genau, die habe ich markiert. Du siehst ja, wo ich bin. Okay, nice. Glaub nicht, dass ich den oberen so krieg. So wie der obere gerade steht, fällt er nach innen rein zum Offizier, das wäre kacke. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, wie wir den rauskriegen. Ja. Okay, der kommt raus, der kommt raus, der kommt raus. Ich habe keine Munition mehr, mal wieder Barrel-Rod. Sind wir entdeckt? Nein. Nein, gerade nicht so. Also Barrel-Rod ist leer. Okay. Dann ist es jetzt dein Turn. Oder wir könnten auch einfach den Offizier so direkt mal schön rein, so kamikaze-mäßig. Waja. Durch. Was meinst du? Gar nicht. Ich werde mal die Leiter hochsteigen. Okay. Und dann werde ich vielleicht mal eventuell. Ich schaue einfach mal, was dann rauskommt dabei. Ich würde gerne den Soldaten da hinten ausschalten. Der ist, wie weit entfernt? 91, okay. Verband habe ich. So, den Offizier. Gibt's doch nicht. Der Offizier hat den hat schon aufgeweckt. Ich hab den gehittet, aber nicht getötet. Okay. Der Offizier hat einen Leichnam gefunden. Tut mir leid, musste ich gerade machen, bin runtergefallen. Jo. Ich werde mal kurz den Typen am LKW Gut, ja. Ich tue mal ganz schön den Offizier durchsuchen. Wir sollten auch einfach mehr mit Sniper spielen, aber wir können es nicht, weil wir es nicht sehen, wie weit wir schießen müssen. Oh Mann. Laure dem General auf und tötet ihn, bevor er angreifen wird. Ich sollte mich vorbereiten. Okay.
müssen doch wir theoretisch auf der Straße entlang. Dann legt doch jemand eine Mine aus. Fährt er zu uns hin? Ja, der fährt bei uns gerade vorbei. Wir müssen, glaube ich, noch irgendwo Minen noch liegen, oder? Hast du noch Minen zufällig? Hier, eine. Dann leg die mal auf die Straße direkt. Pack mal deine MG aus. Oder deine Sniper. Hier im Sniper-Nest. Oder wir jagen ihn einfach mit unseren Minen in die Luft. Nice. Sehr nice. Okay. So, dann müssen wir jetzt mal exfiltrieren. 50 Meter. Ja, hier ist eh niemand mehr. Wir haben einfach mal für dieses Lager gewütet. Ja, wir haben wirklich fast keinen Tierfluss gemacht, einfach nur fett umgepumpt. Was ich fand? Zwei Wörter. Projekt Seuche. Projekt Seuche? Mhm. Befördert Private Mark 4. Thompson. Frei Orbe, Thompson, Tommigan. Ah, nice, ich wurde auch befördert. Scharfschützennest. Nice. Und befördert nochmal. Befördert Corporal. Panzerbrechende Munition. Schön. Sammelkarte. Nice. Scharfschützennest noch einmal. Uiuiui, was ist da los? Scharfschützennest. Sehr schön. So. Oh, wir haben. Schön, wir haben Verhaltensprojekt auf. Optionale Ziele haben wir alle erfüllt. 52 Soldaten haben wir. Feinde Market 31, Standwerk 14. Ah, schön, schön, schön. Das gab gute Punkte. Wunderbar. Ja. Wie waren wir in der Zeit? Oh, eigentlich genau passend. Ja, besser geht's nicht. Jo, wunderbar. Also, Freunde, das war's auch schon wieder für heute von aus Sniper Elite 3 und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken. Wenn ja, ihr könnt euch ja gerne mal auf unserer Facebook-Seite umschauen oder einfach ein Abo dalassen oder vielleicht sogar, wenn ihr einen Twitch-Account habt, könnt ihr auch gerne ein Follow dalassen. twitch.tv/RylexLP. Wir streamen auch ab und an mal ganz gerne mal Guild Wars 2 oder Counter-Strike Source. Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike Source war auch ein geiles Game. Ja. Ja, wie ihr möchtet. Das könnt ihr gerne tun. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach wieder in einem nächsten Video. Haut rein. Bis später. Ciao. Ciao.